So, auf geht's. Nächstes Spiel steht an. In der Liga, glaube ich, vermutlich. Wie auch immer. Weiß gar nicht, wer der nächste und letzte Gegner vor allen Dingen ist. Hamburg, ach Gott. Das könnte vielleicht sogar eine Aufgabe geben, Hamburg in die zweite Liga zu schießen. Warte mal kurz, ich gucke mal auf die Tabelle gerade. Also, wenn wir so spielen wie jetzt gegen Darmstadt, wird das eine harte Aufgabe, ganz klar. Ja gut, zumindest mal die Relegation wäre drin. Düsseldorf und Darmstadt sind natürlich abgestiegen, aber die Hamburger zumindest in der Relegation zu halten. Aber mal schauen. Das haben wir mit Köln letzte Saison auch als Aufgabe gehabt. Aber gut, wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Aufgaben. Damit ist das Ding, glaube ich, verhandeln. Es kann eine Bella sein, dass sie zu hoch ist, war. Interessiert mich nicht. Dann behalte ich ihn. Und wir starten jetzt gegen Hamburg. So, auf geht's. Letztes Spiel. Damit hat auch Alario definitiv keine Chance auf die 40 Tore. Weil ich glaube, er hat 34 oder so. Da müsste er sechsmal Leute treffen. Und das, naja, wird schwierig. Sagen wir mal so. Nicht unmöglich, aber es wird schwierig. Ich glaube, vier war oder fünf war sein höchstes bisher. Aber und Hamburg ist jetzt auch nicht unbedingt die Laufkundschaft. Und wie war es schwer gegen Gegner, die ganz unten stehen, tun, haben wir im letzten Spiel gesehen. Auf geht's. Letztes Spiel in der Schön, dass Sie dabei sind. Fußball-Bundesliga für Bitte diese folgen Saison. Sie sich herzlich zu diesem 34. Spiel. Spieltag, Mein Schalke gegen Name ist HSV. Rolf Fuß. Ein Sieg Ich und bin Hamburg Kommentator steht und darf definitiv gleich nur in der dieses Spiel Relegation. für Sie kommentieren. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel am letzten Spieltag der Bundesliga. Schalke 04 gegen Hamburger SV. Letztes Saisonspiel also, Rolf. Richtig. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es nochmal ein Klassenspiel. Latza, wahrscheinlich sogar letztes Saisonspiel oder letztes Karrierespiel. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen. Und zwar aus Bis auf Sabitz wird wahrscheinlich auch das Spiel, das die Mannschaft sein, die das Champions League Finale angehen wird. Und ich spiele uns jetzt gerade mit der vollen Kapelle. Ich will da alle nochmal rein haben. Muss ja alle mal gucken, vielleicht Coutinho dafür, aber ich weiß es halt noch nicht. Es kann sein, dass noch so viel passiert. Startformation des Hamburger SV heute aus. Jo. Taktisch wählen Sie heute ein 3-4-3. Das heißt, Sie betonen das druckvolle Spiel, wollen schnell an den Ball, dann Ihr System aufziehen. Wenn es gelingt, Wolf, ist das vielversprechend. Hat Gewinnen aber die auch nicht Hamburger, so. haben sie eine Riesenchance auf den Klassenerhalt. Je nachdem, wie das ganze Ding in den Parallelspielen läuft. Gewinnen wir unser Spiel, sind die Hamburger auf jeden Fall zumindest in der Relegation. Naja, mal schauen. Anstoß Ich, durch erster die Linie gucke ich Schalke erstmal nur auf Bürger mich und nicht auf irgendwelche läuft. anderen Szenarien. Ich möchte mein Spiel gewinnen. Und nicht auf irgendwelche anderen. Aber vielleicht wäre es halt eine Möglichkeit. Aber mal gucken, lieber. Das macht er gut. So, Alario macht erstmal das 1-0. Nach 4 Minuten. Phase. Eine andere Aufgabe ist nur, Alario vielleicht sogar noch so weit wie möglich an die 40 ranzudrücken. Ich glaube, das muss jetzt 35 gewesen sein. Sicher bin ich aber da gerade nicht. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Und aber De Rosso, schön da außen durch. Und Alario steht da ganz frei vom Keeper, macht ihn einfach kurz. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Also wie gesagt, ich setz mich garantiert nicht als Aufgabe, den HSV runterzuschießen. Sondern nur einfach mal nur auf mich zu gucken. Nur, dass das jetzt, falls die Fans auch von Hamburg oder vom HSV So, da hätten wir also das 1-0, diese Folge damit es hier schauen, weitergeht. möchte ich das nur mal kurz anmerken. Es geht nichts gegen den HSV, sondern nur um mein Spiel zu gewinnen. Das ist mein Ehrgeiz, meine Aufgabe. Jetzt könnte es gefährlich werden. Richter. Und dann Lario da ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Nee, das war mühelos. Das war kein guter Abschluss. Es gibt ein Tor in der Düsseldorf Arena. Düsseldorf. Im Studio jetzt die Infos dazu.
Borussia Dortmund. Dortmund, okay. Stand damit 1:0. Gespielt sind 6 Minuten. Vielen Dank für das Update. Und er gewinnt den Zweikampf. Gut gelöst da vom Hamburger Verteidiger. Da ist an Alario dran geblieben und hat die Grätsche zum richtigen Moment gepackt, ausgepackt. Alario Benedetto. Oh, Benedetto. Und Zentner. Latza. Es ist ja völlig klar, was heute ihr Ziel ist in dieser Partie. Sie wollen in die UEFA Champions League. Richtig, das wäre so wichtig für den Verein und auch für diese tollen Fans. Na gut, wir sind Meister, ne? Das sollte eigentlich durchaus machbar sein. Und wie gesagt, und wir haben noch 2 Finals vor uns in dieser Saison. Schalke jetzt über außen. Richter Alario, falsche Seite eigentlich. Okay. Ich vermute, dass man auf Handspiel reklamiert gerade. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das Handspiel einstellen können. Bei den alten, ich glaube, vorletzten FIFA oder so ging das, glaube ich. Ludwig. Musiala. Gefährliches Handspiel. Sie suchen die Lücke. Ja, er hat den Ball. Ja, ich will nur auf Alario gerade, dass wir da ein bisschen rankommen. Hätte schon nach 8 Minuten ja das zweite Tor auf dem Fuß gehabt. Gemacht, Becker. Paulinho. Geht vorbei und 2-0. Und wenn es jemand anderen macht, dann ist das auch in dem Moment so. Ja, dadurch, dass der eigentlich nach Liverpool weg sollte, weil der überhaupt nicht wirklich viel auf die Reihe bekommen hat zum letzten Spiel, holt man ihn zurück und dann haut er so eine Saison raus. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Paulinho 25. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 10. Paulinho. Grimes. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, will Hamburg heute noch mit dem Klassenerhalt irgendwas zu tun haben, müssen sie natürlich auch ihre Partie gewinnen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Bill Rosen 3-0, 36. Aber klasse gespielt. Der Ball auf Richter vorne in die Offensive, der steht dann frei vom Keeper. Und braucht er nur quer zu legen. Und der Rosen hält ein Füßchen rein, macht das Tor. Was will der da machen? Keine Chance. Für ihn, das ist nur Tor Nummer 12. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden, rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Paulinho. Für Dortmund. Der neue Richter. 2:0. Oh! Gedecke. Das war ganz wichtig, weil der Larin auch noch reinkam und dachte mir, ja, vielleicht machen wir den noch. In die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Ecke. Und noch ein Eckstoß. Aber die Ecken von Richter gefühlt besser Ecke sind. Kommt in den 16er. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Kein Abseits, oder? Marco ja. Richter. Ball kommt in die Mitte. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Sie versuchen es mit frühem Pressing. So, es wird jetzt eigentlich schon. Lange mal noch eine Minute. Einwurf HSV. Und dann ist Halbzeit 3-0. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Ganz einfach gefragt, Buschi. Ist das Spiel nach den ersten 45 Minuten schon entschieden? Es sieht zumindest so aus. Die Führung ist ja recht eindeutig. Ich weiß nicht, ob man das in 45 Minuten da umlegen kann. Also es wird ein hartes Stück Arbeit für den HSV und hier noch was zu reißen. Beziehungsweise in Richtung Klassenerhalt. Aber wie gesagt, wir haben es gesehen, das Spiel in Hoffenheim für uns, wo wir 2-0 aussichtslos hingelegen haben und dann in der zweiten Halbzeit deswegen sowas von gedreht haben. Mal gucken.
Fußball. Hält doch aber da mal die ein oder andere Überraschung parat. Oh, Becker verliert den entscheidenden Zweikampf. Und Zentner. Die wurde nämlich gar nicht mal so ungefährlich, weil der sich schön hinten reingesenkt hat oder in Richtung Tor langs Eck gesenkt hat. Gut, dass er aufgepasst hat da. Ja, Hamburg will natürlich ein bisschen was machen noch. Die wollen sich auch noch, wollen auch noch ihre Chance wahren. Wie gesagt, 3-0 ist natürlich ein ordentlicher Rückstand. Und holen sich erstmal diesen. Oder wir holen uns erstmal diesen Ball und dann gibt es diesen. Der neue Spielstand damit. Langer Ball und langer Sprint von Alario gegen Kipre. Ja, setzt sich erstmal durch, beziehungsweise macht. Erstmal. Boah, den hätte er nur ins lange Eck drehen müssen. Dann wäre es besser gewesen. Aber das hat er ja versucht. Hat er gesagt, der Trainer. Hm, bisschen zu sehr rotiert. Aber ist okay. Alles gut. Nichts passiert. Das Tor ist nicht gefallen, aber. Wird nicht spielentscheidend sein, die Situation. Benedetto. Hoffe ich zumindest nicht. Ist normalerweise, wie gesagt, es ist alles möglich. Wenn du die Chance auf das Vierte vergibst und dann trotzdem eine Runde spielst, ist auch scheiße. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Die Chance auf den Konter. Richter. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Ah, oh, er kann klären. Musiala. Lucas Alari. Ah, oh, der war gar nicht so ungefährlich, weil der genau. Den Ball mit dem Konter, dann wäre er frei weg gewesen. Es gibt ein Tor in der Düsseldorf Arena. Im Studio jetzt die Infos dazu. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Becker. Borussia Dortmund. Neuer Spielstand damit, also 3-0. Gespielt sind 49. Yes! 4-0. 64. Und es ist mal, ist es Alario. Doppelpack. Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja. Ja, das ist keine Anstrengung. Es ist übrigens so, tatsächlich Tor Nummer 35 und im fehlen am Ende 4 Tore. Ja, diese kleine Durchstrecke, wo er einfach ein paar Spieler nicht getroffen hat, die tun ihm weh. Die machen es momentan aus. Zweikampf um den Ball. Paulinho. Paulinho. De Rosun 5. Hamburg muss in die Relegation. Das ist jetzt definitiv klar. Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Ja, die Schalker mühen sich mit einer kompletten B11 in Darmstadt zum 1-0 und hauen jetzt hier im nächsten Spiel den HSV weg. Also man hat alle drei Spiele Absteiger. Ja, das heißt vermutlich Absteiger. Vielleicht Absteiger, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Geschlagen. 1-0 in Darmstadt, 8-0 gegen Düsseldorf und jetzt wird man 5-0 gegen den HSV. Schickt die zumindest in die Relegation. Wie das weitergeht, müssen wir schauen. Und daher steht es mittlerweile 5-0. Aber wie gesagt, bei mir geht es halt darum, mein Spiel zu gewinnen, meine Aufgabe zu lösen. Gute Aktion jetzt. Nicht irgendwie eins sagen, nur, wir greifen da so ein bisschen in die Situation ein. Weg ist der Ball. Sondern nur einfach meine Aufgaben, meine Hausaufgaben zu machen. So, Thema Wettbewerbsverzerrung und so was. Weißt du? Weißt du? So, okay, egal. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Stark dazwischen. Hamburg versucht es gerade so ein bisschen drauf zu hauen. Immer mal wieder so ein bisschen. 15 Minuten jetzt. Jawohl, Richter. Kein Abseits, 6-0. Paulinho, Tor Nummer 26. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Die Partie ist sowieso gelaufen. Aber wie gesagt, in erster Linie gewinne ich mein Spiel. Lazza nochmal. Wobei sein letztes Ligaspiel ist das nur. Das ist nicht sein letztes Karrierespiel. Er hat noch zwei Finals vor sich, die er vielleicht sogar gewinnen will. Kommt jetzt die Flanke. Super Aktion. Flanke von De Rosun kommt nicht.
Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. 6:0 der aktuelle Stand, ein echter Kantersieg also, aber mit wem bekommen sie es dann eigentlich als nächstes zu tun? Der nächste Gegner von Schalke heißt Werder Bremen. Okay, die Bremer. Ja, es war ein Foul, es wäre nichts gewesen. Das heißt, nächstes Spiel ist das DFB-Pokalfinale und danach das Champions-Spiel. Also zwei Spiele haben wir auf alle Fälle noch. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Richter, nochmal. Aber da ist keiner mit, der geht mitgeht. Das heißt, er muss jetzt im Moment abwarten. Das war zu ein bisschen zu krass. Er hätte Paulinho alleine abschließen können. Gute Gelegenheit. Der Ball kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Musiala. Und dann ist Feierabend. 6:0. Bügelmann in HSV. Und da ist der Titel unter der Fahrer. Es gibt heute noch die Schale. Und jetzt ist es definitiv amtlich. Oh, da schwebt der Kamera durch die Gegend. Das ist ein unvergesslicher Augenblick. Und man singt, Kampion ist Kampion. So, Buschi, das sind jetzt... Endlich hat man es. Und jetzt will man die anderen beiden Titel auch noch mit nach Hause nehmen. Da fällt so viel ab auch. Guck mal in die Gesichter. Ne? Das ist zwar ja, die hat man ja schon gut. Die haben ja schon seit 3 Wochen unter Dach und Fach den Titel. Nachdem. Hoch mit dem Ding. Herzlichen Glückwunsch. Deutscher Meister. Nach dem Sieg in Hoffenheim. Diesen klasse 5:2. Jetzt hat man es unter Dach und Fach. Jetzt kriegt man zumindest auch die Schale. Das letzte Spiel der Saison. Das Geilste ist, man hat noch ein Heimspiel. Man freut sich einfach so. Man hat es geschafft, endlich. In der 4. Saison. Wir haben alle 3 Ligen gewonnen. Sind in der Regionalliga gestartet, dann den Titel dort geholt. In der 2. Liga auch ziemlich souverän den Titel nach Hause geholt. In der Bundesliga in der letzten Saison mit dem verpasst. Weil wir uns dann 3 Spiele verloren haben gegen die beiden Berliner Klubs und dann halt auch in Dortmund. Bei den Niederlagen, zum Beispiel auch gegen Union und gegen Hertha, war nicht einkalkuliert. Der Auftaktniederlage in Freiburg. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den Titel unter Dach und Fach. Wir sind sowas von souverän Meister geworden mit 8 Punkten Vorsprung am Ende auf Borussia Dortmund. Weil wir es von Anfang an durchziehen konnten. Wir haben Dortmund sogar auswärts geschlagen. Anstoß durch die Schalke. Und ja. Und jetzt heißt es nur noch 2 Spiele und das heißt dann das DFB-Pokalfinale in der nächsten Folge und in der übernächsten Folge haben wir noch das Champions-League-Finale und dann sind wir komplett durch. Und das sehen wir uns dann wieder, das sehe ich mir tatsächlich auch. Moment, wen haben wir da jetzt gerade? Okay. Turnierpreis geht 105 Millionen, na gut, für die Bundesliga, ne? Da können wir schön, wenn alles gut läuft, können wir schön nächste Saison shoppen gehen. Ich brauche dringend einige neue Spieler. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Dann heißt es nämlich DFB-Pokalfinale.